Okay, heute geht es um das Akku-Bohrschrauber-Set, was es vor kurzem bei Lidl gab. Und zwar Papst 20LI5D. Und das hatten die tatsächlich für gerade mal 80 Euro im Angebot, was wahnsinnig günstig ist in der Kombination, weil man bekommt zwei Akkus dazu, die Bohrmaschine und noch so ein ziemlich umfangreiches Zubehörset. Und allein die Akkubohrmaschine und die beiden Akkus sind normalerweise, wenn man die einzeln kauft, schon deutlich teurer als das, was man jetzt hier für das komplette Set bezahlt hat. Ja, naja, dann werde ich das mal auspacken. Also erste Öffnung. Habe es noch nicht aufgehabt, also ne, wieder mal praktisch wenig Müll. Einfach nur sozusagen ein Pappband und das war's. So. Na, das ist ja schon mal geil. So, jetzt haben sie den hier oben mit einem Kabelbinder zugemacht. So, Kabelbinder auf, damit wir da auch reinkommen. Und dann gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an. Also hier sind so eine Schieber. Damit macht man die obere Schale auf und zu. Und ja, dann kann man es auch schon aufmachen. Na gut, hier sehen wir schon die erste. Also wenn wir mal hier die Verarbeitung uns angucken, dann ist hier müsste man eigentlich mal mit einer Feile dran gehen. Hier auf der Seite ist es komplett in Ordnung, aber hier hat offenbar die Gussform da noch eine Nase gelassen, was dann dazu führt, dass der nicht richtig verschließt. Also hier muss man auf jeden Fall nacharbeiten. Naja, ist ja für einen Heimwerker und nicht für den Vollprofi. Insofern sollte das schon okay sein. Ja, so sieht das aus. Und dann gucken wir doch mal, was da alles dabei ist. Also wir haben ein Maßband mit 5 Metern. Ja, Standard mit einer normalen Applikierung und einer Haltentaste. Ja, das, was man sich normalerweise von so einem Maßband auch erwartet. Und hat halt seinen angestammten Platz. Denn hier gibt es einen Körner. Also nettes Teil mit einem hier oben ist der extra noch ein bisschen größer, damit man den mit einem Hammer gut trifft. Also, naja, fürs Vorbohren beziehungsweise um das Loch zu finden, wenn man mit einem Metallbohrer arbeitet, ist soweit immer praktisch. Haben viele nicht und ist auf jeden Fall praktisch. So, dann ist hier von 7, 7, 8, 9, ach, 6 sogar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haben sie auf jeden Fall witzig gemacht, dass man den Platz optimal ausnutzt. Das ist halt nicht in Reihe sozusagen hintereinander weg, sondern so ein bisschen versetzt. Aber dadurch sparen sie natürlich den meisten Platz. Und hier ist noch ein Entgrater dabei. Also wenn man ein Loch irgendwo gebohrt hat und möchte quasi einen Grater weg haben, dann kann man das entgraten. Inwiefern der jetzt nur für Holz zu benutzen ist oder auch für Metall, kann ich jetzt an dem Material leider nicht erkennen. Naja, muss mal ausprobieren. Blöd ist, wenn man das mit Metall ausprobiert, dann probiert man das nur einmal aus, wenn das nicht dafür ist. Naja, so. Und interessant, das Ganze kommt in einer Schale daher. Also man kann das nochmal separat rausnehmen und für den Fall, dass einem das hier vielleicht nicht gefällt, das mit was anderem befüllen. Also das ist auf jeden Fall genial. Und wie es aussieht, ist das komplett alles in der Schale. Ja, also das heißt, man kann wirklich diese 5 Teile hier, könnte man tatsächlich mit irgendwas anderem noch befüllen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. Ja, na gut, weiter geht's. Es gibt ein Messerchen, ein Cuttermesser, ein großes, und das hat hier noch ein Teil mit zwei extra Klingen drin und eins ist quasi verbaut. Das heißt insgesamt drei Klingen. Und ja,
praktisch, kann man immer hier brauchen. Dann haben wir hier, was ist hier? Hier sind Minen. Das würde ich sagen, das sind Bleistiftminen, so Tischlerbleistift. Das heißt, das wird dann hier ein Tischlerbleistift sein. Ja, geil. Das ist auf jeden Fall auch nice. Also, ich weiß nicht, ob die Minen hier standardisiert sind und ob man die dann auch normal im Zubehör kaufen kann. Aber das ist auf jeden Fall was weiteres Witz jetzt. So, dann haben wir hier 5 Bohrer, 4, 5, 6, 8 und 10 für Holz. Die Holzbohrer zeichnen sich dadurch aus, dass die hier oben so eine Spitze haben. Und dadurch man einfach genau da ansetzen kann, wo man den Punkt gezeichnet hat. Immer sehr praktisch, diese zu haben. Die bricht man auch, wenn man jetzt nicht völlig blöde ist, bricht man die normalerweise nicht ab. Im Gegensatz zu den Metallbohrern. Und hier haben sie was Schönes gemacht, habe ich schon gesehen. Die haben die beiden üblichsten Abbrechkandidaten, und zwar den 1,5er und den 2er. Normalerweise gibt es auch noch einen 1er, der auch hier nochmal abbricht. Der ist jeweils doppelt in der Verpackung drin. Das heißt, naja, wie gesagt, der bricht gerne und schnell ab. Und dann hat man ihn halt zweimal. Und ja, kann man dann alles schön wieder auffüllen. Das hier sind, wie gesagt, Metallbohrer. Ja. Steht auch nochmal Metall. Wie gut die sind, muss ich dann zeigen, wenn man es benutzt. Hier ist eine Bit-Verlängerung. Und hier sind alle Bits, die man so gerne haben würde. Also das sind H4, 5 und 6. Oh, hier ist ja noch ein H3. Das ist Imboss, das kennen wir unter Imboss. Dann haben wir alles, was es an Kreuzbits gibt, also von PH1 bis PH3 und von PZ1 bis PZ3. Hier ist so quasi noch so ein Stern drin und das sind quasi die alten und die neuen Varianten von Kreuzschrauben. Dann drei verschiedene Varianten für Schlitzschrauben und die wichtigsten Torx-Bits 15, 20, 25 und 30. Fehlt natürlich ein bisschen was kleiner und ein bisschen was größer. Und zwischen der 25 und der 30 gibt es normalerweise noch eine 27. Die ist auch jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn man die hat. Aber für den Heimwerker, denke ich, sollte das ausreichen. Und hier ist das Ganze nochmal in mittellang und in sehr lang. Also wieder die drei wichtigsten Schlitzschraubenzieher, die drei wichtigsten Kreuzschraubenzieher und Kreuzbit-Aufsätze, die wichtigsten Torx-Bit-Aufsätze halt und in kurz und in lang. Und das ist, um in Schrauben zu drehen zu können, die in irgendwelchen Löchern versenkt sind, also in irgendeinem Gerät zum Beispiel drin. Dafür bietet sich das total an, da mal was längere zu haben. Also auch sehr nice. Verarbeitungsqualität fühlt sich irgendwie ziemlich gut an. Mal den Schabetest machen. Also das ist hier auf jeden Fall nicht Nylon verstärkt. Aber also ganz normale, relativ weiche Plaste. Hat allerdings auch den Vorteil, dass wenn das mal runterfällt, dann bricht das nicht so leicht. Das federt halt. Ja, gucken wie das hier. Aha, hier beim Koffer hingegen ist es was anderes. Der Koffer ist ganz eindeutig Nylon verstärkt und heißt ja, stabiler Kunststoff, wie es hier. Ich meine, Nylon verstärkte, durchsichtet Kunststoff gibt es ja nicht. Dann würde man nicht mehr durch die Fasern aber nicht mehr vernünftig durchgucken können. Naja, so, jetzt mache ich mal hier die Nase ab, damit ich das vernünftig auf und zu machen kann. Sehr schön. Schließt das auch vernünftig. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Star der Situation des Pakets. Und zwar der Akkubohrmaschine. So, wie man hier schon sieht, was interessant ist, hier ist der Verschluss 1 und da ist der Verschluss 2. Und der Verschluss 2, der ist schon korrodiert hier an der Stelle. Also hier scheint die Verzinkung nicht richtig funktioniert zu haben bei dem hier. Im Gegensatz zu dem, naja, hoffe ich, dass das nicht irgendwann mal übelst wegrostet. So, dann, naja, das hier so ein bisschen, wenn es dann auf der Erde liegt, ist es doch relativ wackelig.
Ja, naja, kann man glücklich mit leben. Dann gibt es hier ein Ladegerät, ein Akku als Ersatz und ein Akku auf der Akkubohrmaschine. Gucken wir mal, ob der geladen ist. Also wir sehen, da ist, der ist geladen, der ist aber nicht voll geladen. Ich habe hier mal einen Akku aus der Serie, der ist voll geladen und dann sieht man hier, dass die Lampe, die Akku-Füllstandsanzeige deutlich heller leuchtet. Also ich hoffe, dass man das auf dem Video auch sehen kann, aber wenn der voll geladen ist, dann leuchtet da deutlich mehr. Und das ist halt der große Vorteil an diesem ganzen System, ist halt, dass die Parkside Akku-Serie benutzt. Das heißt, für Leute, die nicht im Profi-Handwerkerbereich arbeiten, die aber gerne trotzdem ein Akkusystem haben wollen, wo sie mehrere Geräte mit einem Akku betreiben können, da ist dieses Set einfach ein Traum. Ja? Wenn man einfach zwei 2-Ampere-Stunden Akkus bekommt, die man dann auch bei seinen anderen Geräten benutzen kann, beziehungsweise wenn man schon hat, dann kann man das noch mit dazu benutzen. Dauert von 0 bis aufgeladen, dauert das bei den Dingern immer ungefähr eine Stunde. Der Nachteil bei diesen Billigdingern im Vergleich zu teuren Sachen wie, was weiß ich, Makita oder Dewald ist, zumindest habe ich das schon festgestellt, dass wenn du das in einem Gerät benutzt hast, wo die Batterie viel beansprucht war, wie zum Beispiel bei einer Flex oder wenn du wirklich den Akkuschrauber die ganze Zeit benutzt hast, um irgendwie was übelst Schwere zu schrauben, dann werden die Akkus ziemlich heiß. Und in dem Moment, wo du den heißen Akku dann in das Ladegerät hier reinmachst, dann gibt es hier einen thermischen Schutz und dann weigert er sich, den Akku zu laden, bis der Akku abgekühlt ist. Und das kann dann dazu führen, dass man zu der normalen Ladezeit von einer Stunde eben noch die Zeit dazu rechnen muss, die das dauert, bis der Akku auf eine Temperatur abgekühlt ist, wo man ihn laden kann. Naja, aber gut, dafür günstig. Ne? So, hier ist die Akkubohrmaschine, also an und für sich gut ausbalanciert, würde ich sagen. Insgesamt doch relativ schwer und mal Zentimetermaß hier genommen. Also, 23 cm lang und nochmal ungefähr so hoch. Also quasi so ein Viereck von den Grunddimensionen her. Und cool mal eine Waage, um zu gucken, was das Ding wiegt. So, hier ist die Waage. Machen wir sie mal an. Und wir sehen 1715 Gramm inklusive des Akkus. Ja, also mehr als 1,5 Kilo, fast 2 Kilo. Ist schon jetzt nicht wenig, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also mit über 1700 Gramm natürlich schwerer als eine Maschine von Dewald oder von Makita, die haben dann auch noch mal einen deutlich kleineren Fußabdruck, aber ich denke für den Heimanwender trotzdem völlig okay vom Gewicht her. Wenn man die einschaltet, dann schaltet sich hier eine LED ein, die auf das Werkstück oder wo auch immer man hinbohrt leuchtet und sich nach einer gewissen Zeit automatisch abschaltet. Hier ist eine Drehmomentverstellung von 1 bis 25, wobei ist nicht ganz klar, wie sich die Drehmomentverstellung übersetzt, weil in der Anleitung steht, dass die Maschine maximal 40 Newtonmeter Drehmoment hat und das ist halt hier von 1 bis 25. Nun ja, muss man sehen. Es hilft auf jeden Fall, wenn man irgendwie sowas wie Schränke aufbaut und da irgendwelche Schrauben drin jagt, damit man die nicht quasi immer durch das komplette Holz durchtreibt, sondern dann irgendwie jetzt hier auf 10 stellt oder auf 13. Und dann sozusagen dreht er durch und macht nicht weiter und beschädigt damit das Holz nicht. Und dann kann man es halt hier noch auf Bohren stellen und dann kann man es quasi nicht mehr festhalten, sondern dann ist das quasi arretiert und dann dreht es sich im Kreis und man macht sich die Hand dabei kaputt, wenn man das festhält. So, hier an der Seite sind Magnete, halt gesehen, links und rechts, die ungefähr so lang sind, dass der längste von den Bits, die sie dabei geliefert haben, da auch dran hält. Also ein kleiner wahrscheinlich auch, aber ist natürlich praktisch, wenn man mit wechselnden Aufsätzen arbeitet, also wenn wir sehen, zwischen Torx und Kreuz oder irgendwie so immer wechseln muss,
dann hat man den, hat man gleich immer einen Ort, wo man den Bit hinpacken kann und verliert ihn nicht oder legt ihn irgendwo hin und dann weiß man nicht mehr, wo er hin ist. Also ja, nette Sache. Links-Rechtslauf, kommt man mit der Hand gut dran mit beiden Seiten, also nicht irgendwie komisch, hat auch eine Mittelstellung, dass man den Auslösemechanismus nicht mehr betätigen kann. Und hier noch eine Verstellung von 1 mit viel Drehmoment und wenig Umdrehung und 2 mit ein bisschen weniger Drehmoment und dafür die maximale Umdrehungszahl von, tja, was stand in der Anleitung, 1400 Umdrehungen. Da ist die Anleitung selber nochmal da drin. Finde ich eigentlich auch witzig, dass sie. Dass sie da wirklich einen speziellen Platz für die Anleitung haben. Vor allem, wenn man dann ja auch noch seine Quittung damit drin machen kann. Und immerhin geben die Kollegen ernste 3 Jahre Garantie auf das Teil. Also ja, sollte man seinen Kassenbeleg auf jeden Fall nicht verschludern. Und da ist ja eigentlich der perfekte Ort dafür. Tackert man sich in die Anleitung mit dran, die Anleitung hat einen Ort. Und dann für den Fall, dass das Ding die Füße hochreißt, ja, weiß man, wo der Kassenzettel ist, um es wieder zurückzugeben. Ja, hier ist noch ein schöner Griff dran. Das fühlt sich irgendwie auch nach, ja, auch verstärkter Kunststoff. Außerdem hat das Teil hier einen Clip für, dass man das an einen Gürtel oder irgendwie sowas dran machen kann. Also diese Teil hier, das ist halt, da kann man die Maschine dann halt so rum quasi an seinen Gürtel oder eine Tasche oder irgendwie sowas machen. Ist allerdings nur für Rechtshänder gedacht. Interessanterweise, man kann den, also in der Maschine liegt die, also in dem Koffer liegt die Maschine ja so rum drin. Würde man sie so rum drin machen, würde es nicht mehr funktionieren. Und das Loch, was man hier braucht, um das anzuschrauben, ist halt tatsächlich nur auf der Seite. Bei den Profimaschinen hast du das Loch immer auf beiden Seiten, damit man diesen Clip irgendwie umlegen kann. Aber alles in allem ist das schon okay. Kann jetzt nicht für Linkshänder sprechen, ich bin kein Linkshänder. Wie man sieht, alles mache ich mit der rechten Hand. Aber gut, Abstriche, gewisse Abstriche muss man ja eingestehen. Bei dem Preis, also 80 Euro. So, wie das so ist, die Maschine war natürlich unmittelbar ausverkauft bei Lidl innerhalb von wenigen Stunden. Und insofern wird es die jetzt nicht mehr geben. Na, hier praktischer Koffer. Können wir noch mal gucken, was der Koffer insgesamt wiegt. Also meine Waage macht bis 5 Kilo und ist auf jeden Fall alle zusammen über 5 Kilo. Wahrscheinlich nicht wesentlich drüber, aber in jedem Fall oberhalb von 5 Kilo. Ja, naja. Und weiter. Ja, also mehr ist zu dem Ding eigentlich nicht zu sagen. Wieder mal ein absoluter Preishammer von Lidl, aus von meinem eigenen Geld bezahlt, nicht gesponsert. Ich dachte, ich zeige euch das mal, weil diverse von meinen Freunden, wenn ich bei denen nach Hause komme, um denen beim Handwerken zu helfen, die haben sowas entweder ja nicht oder irgendwas uraltet und die reden sich dann immer mit raus, mit ja, das alles wäre so teuer. Und wie man sieht, man kriegt mittlerweile für einen schmalen Taler einfach ziemlich geiles Werkzeug. Und für alles, was man im Heimwerkerbereich zu Hause Ding brauchen kann, erfüllt einfach alles, was man sich wünschen kann. Also. Also, ganz klare Kaufempfehlung, sollten Sie das nochmal im Angebot haben, Leute, holt euch das. Und für das Geld könnt ihr einfach nichts falsch machen. Also, das kannst du wahrscheinlich für 20 Euro mehr weiterverkaufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen da. Gerne könnt ihr was kommentieren, abonnieren, ne? Das übliche YouTube-Zeug. Und viel Spaß beim nächsten Video.